Willkommen im Studizum. Normalerweise kommt ihr hier mit eurer Student Card rein. Das ist ganz einfach, indem ihr die hier an den Leser haltet. Das könnt ihr in TUM Online aktivieren. Und los. In diesem Gebäude könnt ihr alleine oder in Gruppen lernen oder einfach eure Freizeit am Campus verbringen. Hier haben wir zum Beispiel eine Cafeteria, in der ihr abhängen könnt oder einen Kaffee trinken könnt. Und jetzt gehen wir in den Seminarraum. Der Seminarraum ist der größte Raum im Studium. Hier werdet ihr vermutlich nicht die meiste Zeit verbringen, weil ihr eigentlich eher in Gruppen oder alleine hier lernt. Dieser Raum ist für Veranstaltungen. Als nächstes gehen wir in den ersten Stock. Da findet ihr die Gruppen- und Einzellernräume. Ja, wir sind hier im ersten Stockwerk. Hier haben wir Gruppen- und Lernräume, aber auch vor allem die Küche, in der ihr einfach mit euren Kommilitonen in der Zukunft kochen könnt oder wie ich einfach den Kühlschrank im Sommer für eure kalten Getränke nutzen könnt. Als nächstes zeige ich euch einen kleinen Gruppenlernraum. Ganz klassisch, hier muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Hier könnt ihr euch mit euren Studis zwischen den Vorlesungen treffen, zum Lernen und zum Arbeiten. Und das ist einer von den klassischen Einzellernräumen. Wenn ihr ungestört sein wollt, könnt ihr hier lernen. Wir haben ein tolles Raumbuchungssystem von den Studis entwickelt. Ist ganz einfach. Ihr könnt hier einfach über den Touchscreen den Raum für so lange wie ihr eben wollt belegen und dann sehen die anderen Leute das. Okay. Komm mal näher ran. Die Tische hier haben ein besonderes Feature. Und zwar könnt ihr hier einfach euren Laptop oder euer Handy aufladen. Wir haben hier Steckdosen und USB-Ports an jedem Tisch, damit ihr einfach immer Akku voll habt. So, als nächstes das letzte Stockwerk. Das ist der dritte Stock. Hier gibt es unter anderem ein Familienzimmer. Auch mal so einen etwas größeren Raum, den ihr für was auch immer benutzen könnt. Aber jetzt kommt das coolste Feature des Studiums, bei schönem Wetter wohlgemerkt. Die Dachterrasse. Von hier habt ihr Überblick über den gesamten Campus. Da haben wir zum Beispiel die Fakultät für Chemie. Und wir drehen einfach mal eine Runde. Da vorne sehen wir die Mensa. Da vorne ist der Reaktor, das Galileo. Und wir gehen auch wieder rein. Und jetzt fahren wir in den Keller. Türe öffnet. Türe schließt. Das hier ist der Keller. Der Keller des Studium fällt durch die interessante und prägnante Farbgebung auf, zum Beispiel auf den Toiletten. Hübsch, oder? Weiterhin gibt es hier noch eine Dusche und was natürlich auch nicht fehlen darf,
Damentoilette. Dann könnt ihr euch hier in Zukunft noch ein Schließfach sichern. Da könnt ihr eure Bücher, Lernmaterialien, Hausaufgaben oder das Zeug, was ihr nicht immer rumschleppen müsst, einfach drin aufbewahren. Dann gehen wir noch in den Musikraum. Hier könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel in einer Jazzband oder in einer anderen Hochschulgruppe, die was mit Musik zu tun hat, seid, könnt ihr zusammen proben. Hier gibt es ein Schlagzeug, Notenständer und ein Klavier. Dann kann ich gar nicht Klavier spielen. Hey Soundguy, komm mal her. Ja, komm her. Spiel uns doch mal was vor. So, und damit verabschiede ich mich auch schon. Das war das Studitum. Viel Spaß euch noch.